Oh, da kommt einer hin. Oh, da. Hallo, Tag zusammen. Ach, das geht noch weiter. Ups. Egal, wir machen leise. Hukulu. Assalamu alaikum, merhaba. Moin, meiste. So passt. Hi, wie geht's euch? Was geht? Ich bin wieder da. Dodge ist leer. Ich brauche Tankgeld, bitte. Ich hätte so gern einen Zap. Mir geht's auch gut. Ich habe zwar unendlich schlecht geschlafen, Mann. Aber sonst bin ich eigentlich fit. Ich bin auf jeden Fall bereit dafür, im Kreis zu stehen. Und auf Dächer zu hängen. Big Peanut hat Bauchschmerzen. Der kann heute nicht rauskommen. Müssen wir auf den dummen Curtis. Ich hoffe, euch geht's gut. Wo warst du gestern, du Lusch? Meine Frau und ich haben gewartet. Okay, immer schön auf Twitter gucken. Ich sag auf Twitter mal Bescheid. Ob ich komme oder nicht. Und gestern hatten wir hier Besuch und also blablabla. Und da dachte ich mir so, nee. Heute nicht. Heute mach ich entspannt. Chewbacca? Yeah. Also nicht böse sein. Oh, das ist auch gut. Oh mein Gott. Big Peanut hat wohl zu viel gegessen, ja. Glückwunsch an die Glückspilze. Oh, Schattenwolf, das ist aber nett. Ja, wo fangen wir an? Eieiei. Ach, heute ist Resub Day, ne? 28.08.2020 habe ich wieder angefangen. Jeden 28. Wundert mich schon, sonst kriege ich doch noch nie so viel Trinkgeld-Dinger hier. Mike, danke für den Prime im 23. Bolzer, danke für den Resub im 25. Freezer, danke schön für den Prime ebenfalls im 25. Mr. Stumpy TV, danke schön für den Prime 2. Atze, danke für den Resub im 6. Ice-T, danke schön für den Resub ebenfalls im 6. Fives, danke für den Prime im 6. auch. Auch. Der Micho, danke für den Resub im 18. Socker, danke für den Resub im 36. Alter. Eieiei. Boah, ich mach das schon echt lange, ne? Klims, dankeschön für den Wies am 7. Türkische Nussrolle. Dankeschön für deine 3 Subs im Voraus, Stufe 1. Vielen lieben Dank. Tomarin, danke für den Wies am 8. Bliet Street Boys. Cooler Name übrigens. Dankeschön für den Wies am 12. Tiger, dankeschön für den Wies am 24. Jan Rox, danke für den Prime im 30. Mhi, öfters hier. Ja, ab und zu. Manchmal Dodge, Sonnenuntergang reinballern. Manchmal hier, manchmal da. Hallo Kingtronics. Dan Mac, danke für den Prime 20. Spotted, danke für den Resub 9. Sariko, danke für den Resub 12. Der Mr. Red Ninja Turtle, danke schön für den Resub 7. Saftschubse, danke für den Resub 6. Danke Steffi, du alte Metagamerin. Hast du den Entbannungsantrag schon geschrieben? Meinst du, du darfst wieder drauf? Adrian, vielen lieben Dank für 5 Gifted Subs. Adrian hat auf mein Bait reagiert. Das finde ich sehr nett von dir. Ich küsse deine Kniekehle. Da Vinci lese ich nicht vor, der verdient Geld mit mir. Bika, danke für den Resub im 23. Soa App, danke schön für den Prime 4. Chirox, danke für den Resub im 8. Und Tiosti, danke schön für die 5 Gifted Subs ebenfalls. Und danke schön, dass du auf den Bait reagiert hast. Hi, viel Geld stimmt. Das stimmt, Oma, viel Geld. Und die Neite, danke für den Prime 22. Capri-Sonne, nein, Tinkepäckchen. Doch, ein bisschen leiser machen. Boah, halbe Jack-Lunge, Alter. Maser, danke für den Prime 8. Auf jeden Fall, ich war gestern online. Ich glaube, aber ganz, ganz spät. Ich habe überlegt, noch anzumachen für ein Stündchen oder so, aber habe mich dagegen entschieden. War gestern online. Wollte ein bisschen vorbereiten für heute. Weil ich schon wusste, dass ich Curtis auspacke. So Big Peanut, wenn man hintereinander den ganzen Tag immer Kakao trinkt, schmeckt das irgendwann nicht mehr. Muss ich mir viel aufhängen. Ja, und da gab es gestern Bretter, ne? Da gab es gestern Bretter. Ich habe zwar immer noch nicht komplett alles im RP erfahren, weil das sehr hektisch gestern war. Ich wollte den Sterling rausholen und so und dann ging schon die Post ab bei uns.
Aber das gab gestern Britta. Mr. Harry Dong, danke schön für du bist am 38. Maisel, hatte ich Maisel vorgelesen? Hab ich aber Maisel vorgelesen? Maisel, hab ich nicht vorgelesen? Fuck. Egal, danke für den Prime machten. Mein dreckiger Chromecast hat immer Delay. Weiß da jemand eine Lösung ganz vielleicht? Was ist ein Chromecast? Also heute Kreis-RP. Ich hab keine Ahnung, was heute abgeht. Ja, das war gestern wieder Gambo. Das wird auch, denke ich mal, jetzt eskalieren im EP. Ich bin mir nicht sicher. Noch fühle ich das auch nicht so, aber wenn es sein muss, ist es so. Bin mal gespannt, ob SMGs und so ausgepackt werden. Das wäre das erste Mal nach, ich glaube, 6 Monaten jetzt mittlerweile auf Unity, dass wir SMGs auspacken. Davon bin ich ja kein Fan, ne? Aber wenn es sein muss. Heute nochmal Bretter oder haben die es verstanden? Es kann sein, dass die heute kommen. Keine Ahnung, sehen wir. Noch keine Antwort bekommen, also Daumen drücken. Mit wem eigentlich? Mit der Griff. Mit 719. Bubblegum, danke schön für den Prime-Dritten. Die Jungs hatten gestern eigentlich schon damit gerechnet, dass die kommen angreifen, aber da war keiner. Dann wurde wieder so dieses typische, in Anführungszeichen, Gang-EP gemacht, ne? Geguckt da bei denen im Turf und gespottet und geguckt und ich glaube, wir wurden auch gespottet. Wir haben ein paar Autos verfolgt und so. Und irgendwann haben wir dann so eine Traube von, ich glaube, Johnny und Finn oder so, haben irgendwo so eine Traube von Menschen in der Eastside dann gefunden. Da standen ganz viele Autos da an der Tankstelle gegenüber vom Krankenhaus in der Eastside. Da waren wir uns aber nicht sicher, da haben wir echt lange überlegt, ob wir da überhaupt hinfahren sollen, weil eigentlich Bomb immer ihre Drogenfahrzeuge da hinstellen und so und die da auch meistens chillen. Und dann haben wir gesagt, scheiß drauf. Gehen wir die Hops nehmen. Dann sind wir so mit, weiß ich nicht, Alter, 15 Leuten um die Ecke gepusht, so richtig dumm, so richtig Gambo. Und da kam schon der erste Schuss aus deren Richtung so und dann ging's voll ab. Und dann ist das komplette Teamspeak noch abgestürzt und so. Der ganze Server wieder am Rauchen gewesen. Hätte sich, glaube ich, eh nicht gelohnt, das zu zeigen, weil das war echt... Ich glaube, ich war gestern 40 Minuten lang oder so, habe ich versucht, wieder auf den Server zu kommen. Obwohl ich da bewusstlos rumlag und so. Und Teamspeak ging nicht mehr. Also alles wie immer, ja. rechts rum, breit machen. Das habe ich gemacht. Ich hab gestern gelegen. Ich wurde von meinen eigenen Leuten abgeknallt, weil ich einfach durch die Menge gepusht bin, so wie so ein blindes Huhn, Alter, richtig lustig. Aber ich schwitze da eh nicht rein. TS gestern war scheiße und Server war lange voll. Ja, da war eben wieder irgendwo eine Party, ne? Irgendwas hat wieder alles zum Ausrasten gebracht. Chat Discord, was willst du von mir? Ja, muss ich einstellen, Aiden. Hab ich nicht. Alter, ich kann nie Dings zeigen. Pina ist einfach mega, der macht richtig Spaß. Bleibst du jetzt bei der Rolle oder wächst du wieder? Meine Frau und ich feiern dich und Pina auf jeden Fall. Kay, ich wechsle zwischen Curtis und Pina, je nachdem, worauf ich Bock hab. Damit auch mal ein bisschen Abwechslung hier reinkommt und Abwechslung vor allem für mich, weil ich dreh durch. Ich mach seit 2017 quasi das gleiche RP so. Ich bin mit allen Wassern gewaschen. Ich kenne alles, es gibt nichts Neues. Ich hab schon alles gesehen. Ich hab schon dieses Lucky 5 Southside RP gesehen auf Nifty damals, ich hab schon alles gesehen, Alter. Ich hab schon Brettereien gesehen, des Todes Car Wars, ich hab alles gesehen, Alter. Also mich schockt das nicht mehr. Mich juckt das auch nicht mehr wirklich. So macht trotzdem Spaß, aber es ist jetzt nicht aufregend. Damals habe ich das echt gefühlt. Damals habe ich das so richtig im Blut gehabt. Aber mittlerweile, du bist gewaschen, das wäre mal was Neues. Hä, du wäschst mich doch immer. Wofür kriegst du denn sonst immer Resti-Pommes? Was passiert heute, Curtis? Smekom. Scheiße, wer warst du? Du warst Scully, ne? Kelly, danke für den Prime. Und Weister Series, danke für den Prime. Ebenfalls im 7. Huch, hast du aus die Hose aufgegangen. BT, danke für den Wiss am 4. Patasani. Und George Young, danke für den Prime 6. Moin, moin. Hauptsache die Lutscher liegen. Hey, hey, hey. Kein Ock-Beef hier, Junge. Guck ins Skript. Es sollte eigentlich auf dem Server, ja, aber es sollte spielt nicht. Ist nicht aktiv. Solti hat das, glaube ich, auch nicht mehr so gefühlt.
Geh doch mal auf einen von den deutschen Rap-Servern und mach auf Rapper. Ich kann nicht rappen, kann ich nicht. Dieser kiffende Affen ist der Meister, wer könnte auch ich sein? Ich grüße euch, ihr wunderbaren Geschöpfe. Was geht hoch, Leistungssteller? Ich hab dich vorhin gesehen beim Juri im Stream. Das ist irgendwie so, boah, der Juri testet 5M-Server oder so. Ganz komisch. Fand euer Bennys RP auch so nice. Das war aber ortgebundenes RP. Ohne die Möglichkeit, so da abzuhauen, das ist. Ein, zwei Monate ist das cool und danach wird das endlos langweilig. Ne, nicht mehr so, aber wer weiß, erstmal in die neue Bude ziehen, etc., dann komme ich nochmal vorbei. Immer gern gesehen, Sorti. Da hat er aber Spaß, darauf kommt er doch an. Ich finde das auch lustig. Die Szene verändert sich langsam. Es geht wieder in Richtung, wir haben Spaß. Hä, Steffi, hast du nicht gerade schon resubbt? Man kann alles GmbH, habe ich aber auch gefühlt, kannst du aber nicht auf Unity machen. Die Leute nehmen das, ich denke nicht mal, dass meine Jungs das annehmen würden. Weiß ich nicht. Vielleicht irre ich mich auch. Koffein, danke schön für die Biste am 7. Und morgen erst der Schultag, ich muss nur fleißig sein. Wie machst du Hauptschulabschluss nach oder was? Finde ich gut, Solti. Ja, war aber weg, komisch. Dankeschön. Nochmal für den Reset am 6. Wie findest du die Kampfarena? Ich finde, es sieht voll gut aus. Achso, von Juri, die ja, ultra gut. Juri hat ja auch ein Video veröffentlicht. Der verkauft die Sachen ja für andere Server auf seinem Patreon und so, da gibt es ein Video. Mann, ich kann das mal eben raussuchen. Ah, wo ist denn Juri sein Diskutier? Da könnt ihr euch das angucken. Ich stell mal jetzt wieder ein, dass man meinen Desktop sehen kann, Alter. Ich habe aber immer Schiss davor, irgendwas zu zeigen, was man nicht zeigen darf. Obwohl ich eigentlich nichts auf dem PC hab. Wo ist Patreon hier? Ach, da, Patreon-Stuff. Ihr könnt euch mal angucken. Das Codys ist halt, oh mein Gott. Das werden wir auch hundertprozentig auf anderen Servern sehen. Guckt euch diesen Burgerladen an. Snipping Tool ist ready. Allein die Grafiken, so das Logo an den Scheiben, die Küche mit den Fritteusen und so, Alter. Es sieht einfach so gut aus, Mann. Okay, das Büro, der große Fernseher, den fühle ich jetzt nicht so. Aber alles andere, das ist einfach brutal. Hat er das allein gemacht? Na klar, Mann. Juri ist der in der Szene einfach der krasseste. Gibt kein, der verteilt die besten Brettern. Ist einfach so. Und die Halle ist auch übel sexy. Und wenn ihr darauf achtet, wenn der Juri in die Halle geht in dem Video und hinten in den Grow Room reingeht, da gibt es sogar einen Heat-Effekt dann, ne? So dass die Sicht ein bisschen verschwommen ist, weil er da so heiß drin ist und alles. Ach, allein die Tür zu den Grow Room, Junge. Puh. Ist einfach übel krass. Aquarium sehe ich gerade. Ja, und dann allgemein die Halle, ne? Die Arena ist auch perfekt zum Kämpfen, die ist nicht zu groß und so. Genau, das Apes-Logo im Affenring, stimmt. Juris Schlange, die er uns geschenkt hat. Baby-Giraffe, alles dabei, Alter. Ja, ich bin mal gespannt, wann das reinkommt. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Das ist zwar schon fertig, aber ich glaube trotzdem, dass das noch ein bisschen dauern wird. Ich habe ja nochmal Bock auf so ein Fun-Projekt zu machen, aber irgendwie keine Ahnung was. Ganz so allgemein Fun-Projekt, Juri, oder? Also ich könnte dir was sagen, was meiner Meinung nach auf vielen Servern, ich glaube ein paar haben das, ich bin mir nicht sicher. Also so eine Kartbahn, ne, wie der Dings eigentlich machen wollte im RP. Das wird aber niemals genehmigt für ihn, glaube ich. Go-Kart fahren wäre so brutal gut, Mann. Curtis Code, ja.
Das ist jetzt, glaube ich, nichts Krasses, aber das. Boah. Eine Go-Kart-Bahn wäre echt killer. Hogwarts! Gibt es eigentlich Go-Karts in GTA? Ja, ja, klar, gib es. Ja, nur wo ist das? Ja, nur wo ist das Ding? Ja, das ist halt die Frage. Wohin damit? Maze Bank Arena ist zu groß. Man müsste eine große Lagerhalle finden. Oder man macht die einfach unterirdisch, ne? Man geht quasi durch irgendeine Tür, dann geht eine Treppe runter und dann ist da eine Halle. Mit so Luftschächten oder so. Unterm Stadtpark, nee, das kannst du nicht machen. Obwohl unterm Stadtpark geht, wird das gehen, ne? Da, wo die Garage ist, unterm Stadtpark. Boah. Flughafen im Norden. Ich finde, das passt nicht zum Norden hin. Na, da liegen 20 andere MLOs drunter von Rockstar. Ach, stimmt. Die sind ja unter. Ah, genau, diese Teleport-MLOs, ne? Boah. Keine Ahnung, einfach irgendwo im Industriegebiet, in eine E-Set oder so. Man geht irgendwie durch ein Tor durch oder so und dann geht die Treppe nach unten. Growth in der Megamall wurde ja angedacht von den Yardies. Aber ich glaube, die ist zu klein. Weiß nicht. Das Ding ist, du müsstest, glaube ich, nicht mal modellieren dafür, weil es schon Rennstrecken gibt. Als Objekte von GTA selber. So bauen die ja die ganze Zeit die Dings-Server. Diese Rennserver in GTA Online. Guck mal, DC, warte. Stimmt. Ja, genau. Links neben Monkey Race irgendwo, ne? Muss ja nicht mal eine große Strecke sein. Ich würde halt in der Mitte, das ist ein L, fuck. Aber man findet bestimmt irgendwas. Aber eine Go-Kart-Bahn wäre echt killer. Ja, aber der Growth würde ich das auch fühlen. Also an der Megamall. Einfach eine kleine Go-Kart-Bahn, selbst wenn du nur im Kreis fährst, so egal. Das wäre schon richtig sexy. Don D. Rob, danke schön für den Wies am 17. immer wieder gerne am Gucken. Dankeschön. Rupi, danke für den Wies am 4. It's Dynamite, danke für den Prime am 22. Lecker! Medium Pille, danke für den Wies am 7. Spoon, danke schön für den Wies am ebenfalls am 7. Nukulu. Mauli, danke schön für den Stufe 3 Wies am 7. Vielen lieben Dank. Toxic Waves, danke für den Prime am 6. Und Basti, danke für den Stufe 2 Wies am 21. Das geht apropos Helden. Ich brauche Autoscooter, nicht mal Unfälle bauen mit Absicht. Was ist denn bei der Maze Bank Arena der große Parkplatz? Offen kann man das natürlich auch machen, ne? Curtis, hab gehört, Bennys gehört euch, Vorverkaufsrecht und so. Nein, Quatsch. Ich glaube, Leon hat gestern zum Growth OG, ich glaube zum MB oder so, oder Debo, oder ich weiß nicht, irgendwie gesagt hat mit Bennys oder so, aber das ist alles nur EP. Wir haben kein Interesse an Bennys. Das ist einfach so, du schmeißt jemanden einfach vor die Füße und die sollen dann sagen, yo, können wir nicht machen und falls sich das irgendwann klären sollte, dieser Beef. Ist alles RP. Volleyball-RP, genau. Junge, setz mich doch nicht wieder in Bennys rein, Alter, wie sehe ich denn aus? Geh, kein Bock. Guck, die zieh das nice Tore weg, nice ein Eingezimmer. Ja, da, genau, das meinte ich doch. Da unten drunter. Da fährst du im Online-Modus nämlich auch rein wegen dieser Arena, wegen dieser K-Arena. Einfach da durch, fertig. Stimmt, eigentlich hat der Oma recht, ne? Aber die Parkhäuser werden allerdings. Die werden auf Unity alle benutzt zum Einparken. Ja, Bruder, ich kann die Links nicht teilen, Mann. Wenn ich den Link hier reinposte, dann müsst ihr das runterladen. I don't know why. Obwohl, warte. Ah, hier. Man könnte natürlich auch, da wo wir damals im Kiez waren,
immer, wo wir uns getroffen haben. Man könnte natürlich auch ein Parkhaus umbauen, ne? Dann hat man nicht so viel Arbeit. Parkhaus ist auch keine schlechte Idee, Oma. Zebrax, danke für den Prime 6. Silam. Ey, danke. Aber da kann man auch so groß bauen, wie man will, das stimmt. Und du hast vor allem nicht die Probleme, weil Juri ja so baut, dass die Leute draußen nicht gesinkt werden, mit den Crashes, wenn da zu viele Leute abhängen. Deshalb sind geschlossene MLOs immer besser, glaube ich, als Open-World-Dinger. Boah, du könntest halt bei so einer Kartbahn richtige Faxe machen, ne? Im Online-Modus bei diesen Racing-Dinger, man, da fährst du durch leuchtende Tunnel und all so ein Kack, man. Die Arena wäre zum Austoben echt besser, ey. Und der Typ, der sich dafür das Dings holt, dieses Gewerbe, sag ich mal, der wird steinreich. Erstmal Geiselnahme in der Kartbahn, let's go. Boah, so ein Schwimmbad habe ich auch noch nie gesehen, aber hat, glaube ich, nicht so großen Mehrwert im EP. Klar gehen da Leute bestimmt mal hin und sagen, jo, aber die können auch zum Meer gehen und da schwimmen gehen. Schwimmbad aber nur mit Pommesbude. Zweiter Land von Codys dahin. Rico, danke schön für den Resum 6. und Spartan Julian, danke für den Prime 6. Na, Tauchschule ist ja nichts für eine MLO. Ja, doch, so ein kleines Büro oder so, ne? Wenn Gangkrieg ist, dann wird das bei einem Kartrennen geklärt. Eigentlich in der Halle. Das wäre auch mal cool. Wenn man Sachen einfach klären könnte in der Halle, so in dem Boxring. Indem man so einfach sagt, jo, irgendeiner von der Growth, so der beste Kämpfer von denen, kämpft gegen einen von uns und der Gewinner hat einfach gewonnen, so. Dieses so eine Ecke pushen, shooten und hinterrücks und ich finde das ekelhaft. Macht irgendwo Bock, klar, aber habe ich gestern auch so gemerkt. Ich bin ja gefallen gestern und wir haben gegen die Grove geschossen und die liegen verletzt auf dem Boden. Und dann gehen wir hin, wegen Fairplay-mäßig so, weil das eigentlich jeder macht, und verarzten die so. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, warum das so ausgespielt wird. Boxkämpfe dauern aber wieder 30 Minuten. Nee, nicht wenn die Dings so klein ist, Julius. Nicht wenn die Arena so klein ist, wenn du nicht weit rennen kannst. Je enger der Raum, umso schneller gehen die Kämpfe. Weil du nicht so krass dodgen kannst. Wann kommt Codys in die Hall of Fame? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Dafür sind andere Leute zuständig. Soweit ich weiß, hat Juri aber schon gepusht und released. Auch, wie gesagt, für seinen Patreon. Falls hier Leute von anderen Servern zugucken, könnt ihr gerne kaufen und unterstützen. Ist gut klein, die Arena ist gut klein. Ich weiß nicht mal, wer bei Unity da Zeug überhaupt macht. Ich glaube Hydrum oder Sebo oder so. Taser-Tech-Halle wird auch safe lustig. Ja, aber das ist das Problem. Die Leute klauen dann die Taser und die Taser sind illegal und bla bla bla. Kaufen Sie alles von Juri. Es ist sehr gut. Ich habe gehört, Junkie Pack hat Krieg gegen den Grünen. Der Krieg nicht. Auseinandersetzungen. Krieg muss er ja wirklich anmelden und dann geht's richtig ab. Und dann gibt es auch kein Verstecken mehr und so. Krieg wird richtig gescheppert. Aber bisher wurde, glaube ich, noch kein Krieg auf Unity ausgerufen. Obwohl er die Regel schon sehr lange gibt. Ich verstehe das mit dem Verarzt nach einer Schießerei so null. Man ballert die doch nicht ohne Grund um. Und der schießt auf jemanden und verbindet ihn danach. Wegballern, lachen und abhauen. Ja, das hat sich irgendwie so eingefügt, so hat die so. Weil die Leute sollen ja nicht bewusstlos verbluten auf dem Boden und sterben, weißt du? Deshalb hilft man irgendwie cool. Selbst wenn man Beef hat im RP, heißt das ja noch lange nicht, dass du jemanden töten willst. Das ist ja eher so dieses Umschießen und danach helfen, so eine, von wegen so eine Lektion. Ich weiß gar nicht, ob die geholfen haben, als die im Junkie-Pack waren, als ich auf Peanut war. Trash-Talk ist sowieso hohl.
Weißt du, wieso letztes Mal beim Yankee Park so viel Blaulicht war und wieso viel auf dem Bogen gelegen haben? Ja, weil die Growth da war. Die haben sich da bekriegt. Alle. Krankenwagenruf und reicht nicht. Weiß ich nicht. Nope, haben sich alle verpisst. Ja, aber wir machen da trotzdem Scheißlauf. Sonst enden wir wieder da. Yo, die machen das nicht, dann machen wir das auch nicht. Yo, die machen so, dann machen wir so. Die machen das, dann machen wir das. So, scheiß drauf. Bei der Schießerei geht mir immer noch die Pumpe, Herz braucht Adrenalin immer auf. Echt? Hattest aber nicht viele Schießereien, ne? Was war der Grund überhaupt für den Krieg? Ich glaube, das hat angefangen damit, als die Grove die Cops in der Southside rumgejagt haben und die Schüsse bei uns im Dings gelandet sind. Und irgendwann ist Bademeister und den anderen so der Kran geplatzt. Und dann sind die da, glaube ich, losgezogen und haben auf die geschossen. Und Nachtschicht wieder. Wann war, weiß ich nicht, wann das war. Vor ein paar Tagen oder so. Habe ich auch nur am Rande mitbekommen. Nachtschicht war wieder unterwegs. Die waren überall und haben welche hochgenommen und so. Dann waren die auch bei der Grove und wollten denen auch Pistolen klauen, aber Grove hat irgendwie Waffen gezogen und dann gab es da eine Schießerei und darauf kam die Grove dann zum Park. Und darauf haben wir die gestern gesucht. Boah, jetzt weiß ich nicht mal, ob die da, doch, die waren das gestern. Leon Bademeister hat ja mit einem von denen gequatscht. Haben wir die gestern gesucht und die gefunden in der Eastside und haben die dann weggemacht. Das hatte ich am Anfang von Unity noch, von einem Jahr oder so. Ach, dass dir die Pumpe gibt bei einer Schießerei. Da geht es doch um nix. Noch eine Duftkerze und dann gehe ich in eine Pommes. Master King, was geht? Guten Abend. Und Gesundheit, danke für den Wisdom 6. Haha, Hukulu, Kussa, Bibi, danke. Maschok, danke für den Wisdom 34. Und auch Hukulu. Und Wolfpack, danke für den Wisdom 30. Ab in eine Pommes rumfahren, Autos suchen. Ne, ich suche heute nicht so. Ich gehe nicht suchen, Mann. Boah, das hasse ich auch, ne? Diese Such-RP immer. Ich meine, das sind zwei Seiten der Medaille, so, wenn du als Gang irgendwo einreitest und jemand umknallst oder dich in einem Konflikt bist, dann versteckst du dich nicht. Ich habe das damals auch gemacht. Wer kann sich noch daran erinnern, als wir über Grove Alternate, als wir da, als die Bullen uns gesucht hatten und wir sind aus der Hood raus, aus dem Kreis raus. Da haben wir uns in irgendwelchen Höhlen versteckt, Alter, wie dumm war das denn? Scheiß drauf. Kommen die Cops halt, wirst du verhaftet oder nicht? Musst einfach merken, dass egal was rauskommt, ist auch so. Scheiß drauf, ob du verlierst oder gewinnst. Eisenbahntunnel, alles immer dieses Verstecken. Und was noch hässlicher ist, ist dieses, ich fahr rum und such die Leute, wo die sind. Weil die Insel ist nicht so groß. Du findest die 100%, wenn du die Spots kennst, wo sich Leute verstecken. Außer im Tunnel, da hängen nie welche ab. Hey, ist das weg? Ich verpasse alles, ja. Hey, ist das ein Sicherheitsrisiko gewesen? Wegen seinem Trash-Talk und alles immer. Das konnte Unity nicht mehr tragen. Jazz, danke für den Prime im 36. Dein Konto wird erst am 8. März belastet und ich muss das teilen, verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich weiß doch gerade nicht, was du meinst. Spinner, du. Dankeschön. Der Böni, danke für den Wies am 19. Das mit der Höhle war aber nice. Am nächsten Tag wurde ich auf dem Berg von einer Pizzarolle überfahren. Nein, Mann, das mit der Höhle war absoluter Quatsch. Das war richtiger Käse. Genau, warum rumgucken? Man kann doch einfach Stream gucken. Ja. Lensch mit Raketenwerfer. Verdammt, das ist auch so einfach so eine Legenden-Story, ne? Legende daran war auch noch, dass Jamar den danach abgeknallt hat, als er über der Straße gepusht ist an unserer Tankstelle und Jamar auf den gewartet hat, weil der den nämlich schon gesehen hat, als er über die Mauer geklettert ist. Und noch legendär war, dass Holik dann rübergekommen ist zum Lensch, als er verletzt auf dem Boden lag und der gespuckt hat oder so. Da hat unsere RP-Beziehung ein bisschen gekriselt.
Ich finde, großartig hat sich das gar nicht verändert, Solti. Das ist genau wie damals. Die Leute leben teilweise immer noch in ihrer Bubble, stehen den ganzen Tag irgendwo im Kreis rum. Ja, ja, nehmt euch ruhig, Tinkepäckchen. Und übertragen das OEC, wenn es irgendwie IC-Beef gibt. Und sterben 1000 Tode, wenn ihr Charakter bewusst ist, auf dem Boden liegt. Trash-Talk gibt es auch noch. Gibt alles noch. Genau wie damals. Es geht ab in die Vieh. RP ist fresher denn je. AL war die geilste Zeit. Ne, das stimmt nicht. AL war cool, aber GTA Live war das geilste. Als wirklich alle auf einem Server gespielt haben. GTA Live war das Beste, nicht Alternate. Alternate war so der beste, sag ich mal, Server. In meinen Augen, meiner Meinung nach. Ja, ich hätte dich jetzt auch OC. Du bist bestimmt Alex aus dem Krankenhaus, ne? Du hattest das letzte Mal irgendwas geschrieben. Ich kann mich dran erinnern. Wenn ich nur unser IP anschaue, dann sehe ich da einen großen Unterschied. Zwischen heute und damals? Du wurdest ja auf Alternate auch geknechtet des Todes. Du durftest ja gar nichts machen. Wenn ich mich daran erinnere, dass wir damals gegen die Cops geshootet haben auf Alternate und die permanent neue Wagen ausgepackt haben und aus dem Panzer rausgeschossen haben, obwohl das verboten wurde, Alter, und die haben es trotzdem gemacht. Albrecht und so. Da werden scheiß AKs auf dem Server. Jeder hat AKs. Live war beste, wenn man die Spieler und so bewertet, weil AL war das der Team und der Server. Das stimmt. Im Team auf Alternate gab es keine Komplikationen und da war auch keiner faul. Da hat jeder an einem Strang gezogen, Alter. Da ging alles so schnell. Und auch so gut. Alleiner Lumi, ne? Braucht man nicht drüber reden. Wie ihr hier mit Leuchtpistolen in den Panzerwagen geschossen habt. War das auf Alternate? Ich weiß gar nicht mehr. Hallo Rapsni. Haben wir, ne? Weil sonst, du kamst ja gar nicht durch mit normalen Waffen. Mann, auf GTA Live haben wir mit Leuchtpistolen Ziele markiert, Alter, wo wir hinpushen und so. Vorher wir da geschwitzt, Alter. Musst du dir mal reinziehen. Sobald du gesehen hast, Leuchtraketenschuss in die Richtung, da wusstest du, da sind welche. Geht ja live, war das, damit die verbrennen im Auto, genau. Hab mir heute erst die AL-Highlights von Da Vinci reingezogen. Es gibt viele, die sich die Videos nur angucken, ne? Ich hänge auch manchmal in der Vergangenheit ab oder sehr oft sogar. Son Brandi, Dankeschön für den Restart am 18. Aber Unity ist ja auch gut. Dieses Softcore-RP, dieses Lockere ist mega entspannt. Nur manchmal zu entspannt. Für meinen Geschmack. Da fühle ich mich unterfordert. Und dieses große RP, so mit den Plänen und so, kannst du da ja auch nicht machen. Das hat ja schon auf Homestead nicht funktioniert. Auf Unity waren die Leuchtraketen One-Shot, deshalb wurden die auch rausgenommen. Das ist echt lange her, jo. Wenn du überlegst, ein halbes Jahr bin ich jetzt schon wieder mal mehr, mal weniger aktiv am Stream und GTA am Zocken. Das ist jetzt eigentlich von Sektor. Ist ja gefühlt AL2 von den Spielen her. Ich hab ein bisschen geguckt. Sieht gut aus. Aber ist halt Hardcore-IP, ne? Ich glaube, ich bin mittlerweile zu hibbelig oder war schon immer zu hibbelig dafür. Ich kann da nicht rumstehen und weiß nicht. Ich glaube, ihr hättet aber auch keinen Spaß daran, wenn ich da so rumstehen würde und 2 Stunden mit jemandem quatschen will und irgendwas aufbauen. Und das ist halt so richtig, richtiges RP. Das ist nicht so meins. Denke ich jetzt, ich kann mich auch irren. Kann auch sein, dass mir das voll gefallen würde. Wann bist du mal ready, um mit in den Wald zu kommen? WoW wird nicht mehr gezockt, Junge. Ich daddel ein bisschen Guild Wars nebenbei. Um mal was anderes vom Bildschirm zu bekommen. Psychotic Donkey, dankeschön für den Resub. Achten. Wir gehen jetzt in eine Pommes.
Besser als Gambo, Apple, ja, das ist halt Geschmackssache. Dem einen gefällt das, dem anderen das, ne? Manche sagen Unity Soft, manche sagen Hardcore-LP. Was stimmt denn jetzt? Ist kein Hardcore-LP, ist Softcore. Vielleicht Softcore-LP mit ein paar Hardcore-Konzept-Elementen. Heute ist Curtis. Ich fand damals cool, wo Curtis und Lynch die Qualität angeguckt haben. Da gibt's halt keinen Kick, ja. Das ist halt ziemlich ernst alles und sehr, sehr, sehr langsames RP auch. Aber das ist gut, dass es verschiedene Server gibt. Es ist halt für jeden Geschmack was dabei. So, du hältst die Klappe. VOD darf wieder mithören. Raja MP, let's go. It's only game. Brad, danke schön für den Prime 9. Moin, moin. Kein Gekicke, ich sag nur 187 Bands. Wo auf Sektor? Ich weiß nicht, was du meinst. Hab ich nicht mitbekommen. It's mit sehr starken game. Deutsch-bürokratischen Einflüssen, das stimmt. Auf Unity zumindest, ne? Schwattlappe, danke für den Prime 14. Merci. Ich habe immer noch Musik. Ne, habe ich nicht. Ich mache einfach aus für VOD. Ist halt schade für die Leute, die VOD angucken. Aber wir können auch Party machen gehen, ohne Probleme. Habe ich ja mit Big Peanut auch gemacht. Auf Sektor spielt bestimmt keiner Stretched und hat X her an. Muss man ja auch nicht. Okay, manche haben so schlechte PCs, die haben das extra, ne? Aber manche machen das auch nur zum Knattern. RP besteht ja nicht aus Ballern und so. Aber manche Leute nehmen das halt nicht so ernst. Und sind ein bisschen lockerer. Die passen nicht auf einen Hardcore-Server. Oh, ich habe gar nicht geguckt, ob ich überhaupt rein kann heute. Kann nur sein, dass wir einen Knebel haben. Aber haben wir nicht.